Im Osten von Leipzig befindet sich der 1879 eröffnete Ostfriedhof. Auf ihm befinden sich mehrere Sondergrabanlagen. Meistens sind es Beisetzungsplätze für in Leipzig verstorbene Zwangsarbeiter verschiedener Nationen, Deserteure der deutschen Wehrmacht oder das polnische Ehrenmal für die Opfer des Zweiten Weltkrieges. Es befindet sich dort aber auch der sowjetische Ehrenhain, der in den Jahren 1946 bis 1948 errichtet wurde. In den fast 260 Einzelgräbern ruhen kriegsgefangene Soldaten und Offiziere der Roten Armee, die im Kampf gefallen oder im Lazarett verstorben sind, sowie einige Angehörige der Besatzungstruppen, die nach dem Krieg in der Leipziger Region verstarben. Ihre Namen und Lebensdaten sind in die rötlichen Steine graviert. Unmittelbar neben dieser Anlage befindet sich eine weitere Gräberstätte, in der weit über 1000 Zwangsarbeiter aus der ehemaligen Sowjetunion ihre letzte Ruhestatt fanden. Gerade bringen Friedhofsgärtnerinnen des Ostfriedhofs den Ehrenhain wieder in Schuss für die Feierlichkeiten am 9. Mai. Wegen Corona werden hier die Menschen nicht mit einer Gedenkveranstaltung ihrer Toten gedenken, sondern einzeln.